Der Zukunftskongress hat sich ja nochmal neu erfunden, auch mit Räumlichkeiten. Und da sieht man, dass, wenn man Menschen anders zusammenbringt, auch neue Impulse entstehen. Ich glaube, dass der Zukunftskongress wirklich in einzigartiger Weise zusammenbringt politische Entscheidungsträger, die wirklich IT-Wirtschaft und eben auch die maßgeblichen Akteure im öffentlichen Sektor. Und ich finde auch, dass der Kongress wirklich die Trendthemen im Fokus hat. Und er nimmt auch kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, mal kritische Themen anzusprechen. Und klar geht es um die Fragen, wie wir Daten nutzen, wie wir neue Technologien wie künstliche Intelligenz nutzbar machen, wie wir resiliente und sichere Infrastrukturen schaffen, das Thema Cloud, wie wir Zero Trust damit verbinden und die Frage der Transformation. Und es ist einfach schön zu sehen, wie verschiedene Stakeholder hier zusammenkommen und nicht nur sich ein bisschen austauschen, sondern tatsächlich auch neue Impulse setzen. Wenn wir den Durchbruch bei der digitalen Transformation schaffen wollen, ist es aus meiner Sicht zumindest eine Voraussetzung, dass wir anfangen, über gemeinsame Plattformen nachzudenken. Es geht nur mit mehr Freiheit. Wir werden nicht mehr mit mehr staatlicher Regulierung, mit mehr Einzelvorgaben und Detailsteuerung durch diese schwierige, auch wirtschaftliche Krise kommen. Aber dafür brauchen wir auch eine Gesellschaft, die das trägt. Wir brauchen eine Gesellschaft, die sagt, okay, Staat, ich möchte, dass du mutig bist. Ich glaube, wenn Politik dafür sorgt, dass Verwaltung funktioniert, dass Städte, dass unser Land funktioniert, dann gewinnt Politik auch wieder Vertrauen zurück. Ich habe nach der Wahl und nach der Koalitionsbildung das Thema Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung in Berlin zur Chefsache erklärt. Ich will genau daran gemessen werden. Wir sehen insbesondere, wenn es um Metaverse-Technologien geht, da ist es ja nicht der eine Player, dass man sich, ich sag mal, man kauft sich VR-Brillen, dann funktioniert alles. Man kauft sich nicht die eine Cloud-Lösung, dann funktioniert alles. Was wir super häufig sehen, ist, dass es wirklich ein Partnerschaftsnetzwerk ist. Und auch aus den Gesprächen, die sich hier ergeben haben, wurden wir nur darin bestärkt, dass beide Trends, sowohl künstliche Intelligenz, aber auch immersives Arbeiten über VR-Headsets, definitiv in der Zukunft oder in der Vision von fast allen irgendwo vorhanden ist. Cybersicherheit muss gelebte Chefsache sein. Das heißt, es muss von oben kommen. Es muss die Erkenntnis herrschen, dass wir ohne Cybersicherheit verloren sind. Wir sehen, die Anforderungen an IT-Systeme steigen natürlich mit der Zeit. Wir brauchen immer mehr Infrastruktur, um unsere IT-Verfahren zu betreiben. Da ist natürlich das Thema Green IT ein wichtiges Thema. Ja, ich glaube, beim Thema Nachhaltigkeit stehen wir leider wirklich noch am Anfang. Zukunft kann nur entstehen, wenn Lust auf Zukunft vorhanden ist. Und Lust auf Zukunft bedeutet Lust auf Veränderung, Lust, Dinge anders zu machen als bisher. Hier ist ein Riesennetzwerk von allen, die das gleiche Interesse haben im Bereich Verwaltung und Staat. Deswegen ist es sehr wertvoll, hier dabei zu sein und das auch zu unterstützen. So in dem Umfang, wie ich es heute gesehen habe, war das bisher wirklich einzigartig.